Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich den Lesemonat April für euch. Insgesamt wurden es 13 Titel. Es waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Printexemplare, ein Hörbuch und 2 E-Books. Das erste Buch, das ich euch zeigen möchte, beziehungsweise die ersten beiden Bücher, da gibt es eine kleine Besonderheit, weil ersteres habe ich tatsächlich schon im März gelesen, habe es euch aber vergessen, im Lesemonat März zu zeigen. Dafür habe ich euch im Lesemonat März ein Buch gezeigt, das ich eigentlich erst im April beendet hatte. Von daher gleicht es sich aus. Ja, im März gelesen habe ich nämlich Throne of Glass, Selenas Geschichte, wie immer zusammen mit Nella und Tatjana. Und wir haben im April dann jetzt auch noch Königin der Finsternis, den vierten Band gelesen. Ich habe es euch jetzt schon ein paar Mal erzählt, jedes Mal, wenn ich euch die Bücher in die Kamera halte. Es geht um Selena und sie ist die Assassinin oder die größte Assassinin des Landes und ist so ein bisschen auf ihrem Rachefeldzug. Warum das so ist, erfahren wir vor allem hier in dem Band. Selenas Geschichte, wie es schon sagt, zeigt einfach, wie sie zur größten Assassinin geworden ist und warum sie manche Menschen so abgrundtief hasst. Ja, ich habe zwischendurch auch sehr, sehr viel Hass empfunden, das muss ich schon so sagen. Und hier im vierten Band geht es dann einfach nahtlos weiter vom dritten. Ich finde, das hier war jetzt bisher der beste Band. Es sagen ja viele, dass Band 1 und 2 gut sind und ab dem dritten steigert es sich. Und hier in dem war wirklich so ein Highlight, ein Plot-Twist, eine Erkenntnis nach der anderen, so bam, bam, bam. Und du hast eigentlich die ganze Zeit nur da gesessen und hast gedacht, oh mein Gott, also wenn ich euch mal mit in die WhatsApp-Gruppe genommen hätte, da waren so viele Theorien aufgestellt worden. Manche waren richtig, manche waren weniger richtig. Ja, es macht einfach total Spaß, diese Reihe zu lesen und ich kann wirklich nur sagen, wenn ihr sie noch nicht gelesen habt, dann holt das ganz, 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 ganz dringend nach. Sarah J. Maas ist einfach so eine grandiose Fantasy-Autorin. Da kann ich wirklich nur den Hut vorziehen. Wie immer sind die Titel kreuz und quer verteilt. Aber wenn wir schon bei Sarah J. Maas sind, ich muss jetzt meinen Stapel ein bisschen umbauen. Ich habe nämlich noch zwei Bücher von The Queen gelesen. Das wäre einmal Crescent City 1. Das war ein Reread. Das Buch habe ich beim Release damals schon mit Nella zusammen gelesen. Das war unser erster gemeinsamer Buddy Read. Der Beginn einer ganz großen Liebe. Ja, ich habe auch noch den mit dem wunderschönen Erstauflagenbuchschnitt und ich liebe dieses Buch. Fun Fact, ich wollte es letztens für eine Freundin kaufen, die wollte unbedingt diesen Buchschnitt. Die handeln das bei eBay Kleinanzeigen ernsthaft für 250 Euro. Lassen wir das mal kurz sacken. Ich habe damals bezahlt 22 Euro, also das ist so krank, ohne Witz, Leute, das ist so krank. Ja, ich habe es dann tatsächlich noch zu einem halbwegs humanen Preis bekommen, beziehungsweise nicht ich. Was macht mein Handy denn da? Mein Handy macht sich gerade selbstständig. Lass mich mal reinhören. Lass mich mal reinhören. Ja? Ich suche gar keine Musik, aber danke. Alles klar. Ich habe die Musiksuche abgebrochen. Ich weiß nicht, was mein Handy da gerade gemacht hat. So, machen wir das mal aus. Mein Handy liegt wirklich die ganze Zeit hier unten. Ich berühre es nicht mal. Ich weiß nicht, was das gerade war. Ja, kommen wir aber wieder zum Buch. In Crescent City begleiten wir Bryce Quinlan, die ja so eine richtig schöne Badass-Protagonistin ist, genau wie Selena. Also Sarah J. Maas hat da irgendwie so echt ein Händchen dafür, richtig schöne Badass-Charaktere mit Herz zu erschaffen. Ja, wie man den Klappentext schon entnehmen kann, wird ihre beste Freundin ermordet und sie macht sich quasi auf die Suche nach dem Schuldigen und trifft dabei auf Hunt Athala, ich weiß nicht genau, wie man es offiziell ausspricht. Und ja, die beiden
arbeiten zusammen quasi an der Aufklärung dieses Mordfalls. Und es wäre nicht Sarah J. Maas, wenn es nicht noch sehr, sehr viele Geheimnisse und Intrigen und Machtkämpfe und hast du nicht gesehen gäbe. Also es gibt in der Reihe so, so viele tolle Charaktere. Also ich weiß nicht, bei anderen Büchern fällt es mir ganz oft schwer, mich mit so vielen Charakteren zurechtzufinden. Und ich weiß nicht warum, aber bei Sarah J. Maas klappt das einfach super. Da hast du zwar, wenn du ganz frisch in die Geschichte kommst, so die ersten 150 Seiten oder sowas, da saßen der und ich so da, bitte was? Wer gehört jetzt zu wem und wer ist wer und was für ein Hof? Und ja, also da entstand damals auch der Name Brotschwestern, weil wir uns gefühlt haben wie eine dumme Scheibe Brot. Ja, ich kann euch die Reihe nur ans Herz legen, genau wie Throne of Glass, genau wie Reich der Sieben Höfe. Sarah J. Maas ist einfach die Queen. Es ist so. Und ich habe auch jetzt noch das E-Book zu Band 2 gelesen, das ich euch jetzt halt leider nicht in die Kamera halten kann und darüber auch nichts erzählen werde. Das Printexemplar erscheint nämlich im Juni, am 15. Juni und vorher werde ich nicht über dieses Buch sprechen. Ich habe aber überlegt, ob ich euch zu Crescent City ein gesondertes Video machen will oder werde, wenn es denn soweit ist, weil es einfach so viele Theorien gibt. Ich habe mich jetzt schon mit ein paar Leuten unterhalten, die das Buch eben auch gelesen haben, den zweiten Band. Ich muss ihn mal runterlegen, das Buch ist so schwer. Band 1 hat 925 Seiten. Band 2 toppt das Ganze noch, es hat nämlich 1091 Seiten. Und ich bin ja zum Beispiel so ein richtiges Talent, mich selbst zu spoilern, weil ich während dem Lesen ganz oft nach hinten blätter, um zu gucken, wie viele Seiten das Buch hat. Und ich sage euch so viel. Crescent City 2 hat 1091 Seiten, also nochmal gut 150 Seiten mehr als Band 1. Aber versprecht mir bitte, dass ihr nicht auf die letzte Seite blättert, um zu schauen, wie viele Seiten das Buch hat oder wie viel ihr noch lesen müsst. Denn auf der letzten Seite, das letzte Wort, ist der absolut größte Spoiler des ganzen Buches. Also tut es einfach nicht. Wenn ihr wissen wollt, wie viele Seiten das Buch hat, wie viel ihr noch lesen sollt und könnt und dürft und müsst, schaut einfach bei Amazon. Glaubt mir einfach, wenn ich das so sage. Ich werde nicht verraten, warum, wie gesagt, aber tut es einfach nicht. So, kommen wir zum nächsten Buch. Das nächste Buch habe ich tatsächlich auch gerade erst vor ein paar Tagen beendet. Und es war auch ein Buddy-Read mit Tatjana und mit der Nenia. Ja, mein Leben besteht aus sehr, sehr vielen Buddy-Reads. Aber es macht mir auch sehr viel Spaß. Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte. Nachdem Ivy ungefähr 1280 Zilliarden mal auf uns eingeredet hat, dass wir das Buch lesen sollten und wir es auch, als sie dabei war, alle drei gekauft hatten, haben wir es jetzt endlich getan mit gemischter Meinung. Für Ivy zum Beispiel war es ein absolutes Highlight und Herzensbuch. Nenia kam gar nicht rein, also die hat dann auch irgendwann aufgehört mitzulesen. Und Tatjana und ich fanden es wirklich sehr, 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 sehr schön. Es geht um Linus Baker, der quasi ein kleiner Sachbearbeiter ist. Und der wird zum Heim von Mr. Parnassus geschickt, um dort nach dem Rechten zu sehen und quasi danach Bericht zu erstatten, ob dieses Waisenhaus geschlossen werden soll oder weitergeführt werden darf. Und das Besondere an diesem Waisenhaus ist einfach, dass die Kinder keine gewöhnlichen Kinder sind. Und mehr werde ich dazu auch nicht verraten, inhaltstechnisch. Was ich im Vorfeld zum Beispiel auch gar nicht wusste, ist die Tatsache, dass es LGBTQ-Themen mit aufgreift und gerade bei dem Charakter, um den es da geht, den fand ich einfach so, 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 so schön, so, so toll. Und ich habe einfach das ganze Setting auch geliebt. Also ich kann verstehen, wenn man sagt, ich komme nicht in das Buch rein, ich
verstehe jeden, der das sagt. Es ist wirklich ein Buch, das völlig anders ist als andere Bücher. Es ist schwer zu erklären, ohne zu verraten, warum. Aber es liest sich komplett anders. Ich weiß nicht, auch nicht genau, ob es jetzt am Schreibstil von T.J. Klune liegt. Aber er hat einfach so eine ganz besondere Art an sich, sodass du das Gefühl hast, du bist eigentlich gerade mitten im Buch drin. Es ist nicht so diese Erzählerstimme, die dir das Buch vorkaut, sondern du hast wirklich das Gefühl, du bist da mittendrin. Und die Kinder, die sind einfach jeder für sich so besonders und so magisch, wie der Titel schon sagt, und so herzlich. Also ich fand das Buch einfach schön. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es als Highlight betiteln würde, aber es war einfach schön. Kommen wir von einfach schön zu einfach düster. Elfenkrone von Holly Black habe ich auch in einer Leserunde gelesen. Eigentlich wollten wir das auch weiterlesen, aber ich komme aktuell nicht so 100% dazu. Und die liebe Vanessa hat auch gesagt, sie kommt momentan nicht dazu. Also haben wir beschlossen, dass wir dann die Reihe im Mai, Juni, keine Ahnung wann, müssen wir uns noch drüber im Klaren werden, zusammen weiterlesen, außerhalb von der Leserunde. Ja, wer bei Elfenkrone eine süße Elfengeschichte erwartet, der ja, kann das Buch auch wieder beiseite legen. Für den ist das vielleicht eher nichts. Elfenkrone ist nämlich richtig, richtig, richtig düster und blutig und ja, brutal. Es geht um Jude. Sie ist ein Mensch und wird gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester in das Reich der Elfen verschleppt und muss sich da quasi durchkämpfen. In dem Reich sind halt Menschen verpönt, sie werden als schwach betitelt, als wertlos, als unrein und müssen da halt gut einstecken, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Die Schule, auf die sie gehen, ist halt auch komplett von Elfen besucht. Wortfindungsstörung. Und sie sind da halt so ein bisschen die Außenseiter und werden gehänselt und ja, es ist halt einfach schwer, dort Fuß zu fassen, sage ich jetzt einfach mal. Dann gibt es da eine bestimmte Clique, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, ihnen das Leben zur Hölle zu machen, die sie immer striezen und allen voran Caden. Caden ist eigentlich der Elfenprinz und ich hatte immer so das Gefühl, dass er und seine Clique einfach tun und lassen können, was sie wollen und nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Und Jude ist halt so jemand, die lässt sich das nicht gefallen. Nein, die haut da mächtig auf die Kacke. Wie und was erfahrt ihr natürlich, wenn ihr das Buch selbst lest. Was ich halt auch an diesem Schulsystem ganz seltsam fand, das habe ich auch in der Leserunde gesagt, irgendwie sind die ganz oft nicht zur Schule gegangen. Also wenn sie keine Lust hatten, sind sie nicht gegangen. Wo ich mich dann auch gefragt habe, wie ist dieses Schulsystem dort aufgebaut, wenn man da wirklich tun und lassen kann, was man will? Und die Eltern haben da auch nichts dazu gesagt. Also es war alles sehr suspekt, was dieses Schulsystem angeht. Ja, darum geht es aber natürlich nicht hauptrangig in diesem, hauptsächlich in diesem Buch. Es geht tatsächlich viel um die Charakterentwicklung von Jude und da bin ich auch sehr gespannt, wie es denn dann in den Folgebänden weitergeht. Dann habe ich die nächsten beiden Bücher aus dem Self-Publishing gelesen. Ich habe tatsächlich, eigentlich habe ich drei Bücher aus dem Self-Publishing gelesen. Das eine muss ich euch einblenden, das war nämlich der Bernstein-Leuchtturm von Yvonne Beetz und der ist quasi entstanden aufgrund einer Challenge. Die Reihe heißt Die Alltagspausen und ihre Aufgabe bestand jetzt quasi darin, man gibt ihr ein Wort vor und sie muss daraus eine Geschichte verfassen. Ja. Und ihr Wort war halt im Strandkorb. Strandkorb kam auch in dem Buch vor, ja. Aber diese ganze Geschichte drumherum, ein Mädchen aus
New York, das quasi in einem Museum arbeitet und zurück in die Heimat muss, nach Deutschland, an die Ostsee war es, glaube ich. Ostsee, Nordsee? Nein, ich glaube Ostsee. Weil sie dort von ihrer Familie gebraucht wird und sich das Ganze dann so in ein Krimi-Thriller entwickelt hat. Ja, was heißt Krimi-Thriller? Also es waren sehr, sehr viele Rätsel, es war sehr, sehr viel Fragezeichen, die sich halt so nach und nach aufgelöst haben. Es war halt das Hauptthema. Wie soll ich das erklären? Das Buch ist sehr, sehr schwer zu erklären, weil es halt auch eine Kurzgeschichte ist. Ja, es kam halt zu Bernsteindiebstählen. Das hat sie in ihrem Museum in New York natürlich auch mitbekommen. Aber warum Bernstein gestohlen wird, hat sie erst quasi in ihrer Heimat erfahren. Und warum das so war, müsst ihr natürlich wie immer selbst lesen. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, war Die Lichtgeborene von Björn Beermann, ebenfalls Self-Publisher. Wir begleiten Trixie, die in Hamburg lebt und sich gerne für wichtige Themen wie Umwelt etc. einsetzt. Und dann gibt es den Schatten, den Hellschatten, Dennis, der quasi dazu erkoren ist, auf Trixie aufzupassen. Sie ist die Lichtgeborene, sie ist die Auserwählte und er hat die Aufgabe, auf sie aufzupassen. Es ist sein Schicksal, ihr Leben zu retten. Hellschatten gibt es in dieser Welt und Dunkelschatten. Hellschatten sollen Trixie beschützen, Dunkelschatten möchten sie töten, möchten ihren Lebensstrang durchtrennen. Also das wird da irgendwie so beschrieben, dass jeder Mensch so einen Lebensstrang über seinem Kopf hat und der kann halt durchtrennt werden. Im Endeffekt ist es eine Geschichte, die so ein bisschen auch Mental Health Thematik aufgreift, weil ich so das Gefühl hatte, dass die Hellschatten quasi das Engelchen auf deiner Schulter sind und die Dunkelschatten das Teufelchen. Man hat nämlich auch immer gemerkt, wenn die Dunkelschatten ihr zu nahe kamen, hat sie, sag ich mal, depressive Züge angenommen, Selbstzweifel, selbstkritisch Gedanken gehegt und wenn die Hellschatten da waren, ging es ihr einfach gut. Ja, was mich an dem Buch ein bisschen gestört hat und was mir das Leseerlebnis ein bisschen verdorben hat, nenne ich es jetzt mal, war einfach der Aufbau der Kapitel. Also es war jetzt nicht so, dass ein Kapitel von Trixie war, eins von Dennis und immer so hin und her, sondern beide Sichtweisen waren in einem Kapitel verschmolzen. Also im ersten Satz hast du dann gelesen, Trixie geht über die Straße und im nächsten Dennis nimmt einen Schluck Kaffee oder, ist auch blöd gesagt, ne? Also wirklich, die sind von Satz zu Satz hin und her gesprungen und das hat es für mich echt sehr anstrengend gemacht, das Buch zu lesen. Und meine Buddy-Read-Partnerin hat das leider auch so empfunden. Aber nichtsdestotrotz ist es ein nettes Buch für zwischendurch, würde ich es jetzt mal nennen. Mit einem hübschen Cover. Manchmal zählen halt auch die äußeren Werte. Dann habe ich noch ein Buch aus dem Self-Publisher-Bereich gelesen, was mich leider auch ein bisschen verwirrt hat von Kapitelaufbau. Also wir begleiten Clara, die mit ihrer Mutter nach München zieht, in so eine kleine Provinz vor, oder eine Provinzstadt vor München. Ja, sie ist die einzige, es wird hier beschrieben, also die Tochter ist die einzige mit einer Hautfarbe wie Kakao mit Milch und Honig. Die Mama ist halt hellhäutig und sie ist halt dunkelhäutig und ist so quasi in dem kleinen Kuhdorf die einzige mit dieser Hautfarbe. Und es geht halt viel um diese Thematik, wie es ist, als einzige anders zu sein in so einem kleinen, verstaubten und engstirnigen Dörfchen. Das ist quasi immer diese Vergangenheitssicht im Buch. Und jetzt in der Zukunft ist sie Flugbegleiterin und auf der Suche nach ihrem Vater. Ja, also man muss sagen, dass der Großteil des Buches in der Vergangenheit spielt. Und da manchmal einfach nur so ein Satz oder eine Seite Kapitel zwischendrin waren und ich die Zusammenhänge
nicht verstehen konnte. Also es waren immer so Rückblenden in die Vergangenheit und mindestens bis zur Hälfte des Buches ist die Gegenwart eigentlich gar nicht von Belang. Ich habe auch diesen Zusammenhang, ganz ehrlich, nicht verstanden, was ihre Vergangenheit mit der Suche nach ihrem Vater zu tun hatte. Also es waren sehr, sehr viele Gedankengänge, die ich absolut nicht nachvollziehen könnte. Und auch, warum manche Rückblenden gemacht wurde. Warum zum Beispiel erzählt wird, dass ihre Mutter in der Kneipe angebaggert wird von den Männern und setzt sich doch mal auf meinen Schoß und so. Was das jetzt mit der Thematik der anders aussehenden Tochter zu tun hat. Ja, also alles in allem war das Buch sehr, sehr verwirrend für mich. Aufschlussreich natürlich, was die Hautfarben-Thematik angeht, aber was der rote Faden in der Geschichte war, konnte ich leider nicht verstehen. Die nächsten beiden Bücher habe ich gefühlt innerhalb von 2 Tagen verschlungen. Band 1 stand schon ganz, ganz lang auf meiner Subliste und ich habe es endlich befreit. Ja, warum habe ich es befreit? Weil Band 2 erschienen ist und ich das als Anlass genommen habe, endlich jetzt auch Band 1 zu lesen. Ich spreche von Mein Freund Pax und Mein Freund Pax, die Rückkehr. Das ist Band 1, das ist Band 2. Ja, worum geht's? Wir begleiten Peter. Peter ist ein kleiner Junge und hat einen zahmen Fuchs, der Pax heißt. Ja, Peter lebt in einer Zeit, in der Krieg herrscht. Also das Buch spielt jetzt nicht aktuell, sondern vor vielen, vielen Jahren. Ja, und sein Vater zieht halt in den Krieg und nötigt ihn, seinen zahmen Fuchs auszusetzen, weil er zu seinem Opa muss und den Fuchs dort nicht mit hinnehmen kann. Ja. Dann werden die Kapitel quasi immer sichtweise oder abwechselnd von der Sicht des Jungen und von der Sicht des Fuchses beschrieben. Und ich muss immer sagen, die Kapitel aus Sicht des Fuchses, sie waren so schön. Also nicht, dass ich jetzt nachvollziehen könnte oder wüsste, was im Kopf eines Fuchses vor sich geht. Aber das wurde nicht so kindisch und zeichentrickmäßig erzählt, was der Fuchs denkt und macht, sondern es war so richtig natürlich, würde ich es jetzt einfach nennen, Gedankengänge, die der Fuchs hat, die auch total nachvollziehbar sind. Man muss sich mal vorstellen, er wurde von klein auf von Peter aufgezogen und hat die Natur so oder die Freiheit nicht gekannt und muss sich halt jetzt in der Fremde und alleine durchschlagen, was Instinkte, natürliche tierische Instinkte angeht, etc. Und das fand ich halt super, super spannend zu lesen. Ja, und in Band 2 geht es dann darum, dass Pax es geschafft hat, eine Familie zu gründen. Und ja, auch hier waren die Kapitel von der Sicht des Fuchses so ein Highlight, wo ich zwischendurch immer Tränen in den Augen hatte, wie er zum Beispiel mit seinem Töchterchen umgeht. Es ist so, so schön. Und für mich war die Geschichte von Peter natürlich auch schön, aber irgendwie zweitrangig. Klar, man hat da bei Peter auch eine tolle Entwicklung gesehen. Man hat auch in den beiden Büchern gesehen, was der Krieg einfach mit Mensch und Tier und Natur macht. Und das hat mich richtig tief ergriffen, muss ich sagen. Also es passiert jetzt nichts furchtbar Spannendes in den Büchern. Die dümpeln so ein bisschen vor sich hin. Aber es ist einfach so, so schön, das Ganze zu lesen. Und ich kann einfach jedem, der sich so ein bisschen für Natur und Kriegsgeschehen und Charakterentwicklung interessiert, auf jeden Fall diese Bücher ans Herz legen. Was heißt Charakterentwicklung? Einfach nur, ja, es ist einfach schön zu lesen und es hat so ein richtig warmes Gefühl in meinem Herzen hinterlassen. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ja, es gibt auch was zu kritisieren, Band 1, Hardcover, ist mit Schutzumschlag, ne? Also so sieht Band 1 von innen aus, einfach nur fuchsrot. Und Band 2 ist auch ein Hardcover, aber hat keinen Schutzumschlag. Achso, und innen drin sind super, super schöne Illustrationen von, wie heißt er, John irgendwie? John Klassen.
Muss mal gucken, ob ich da noch was finde. Nein, da war nichts. Und die Kapitelüberschriften sind auch immer so mit Fuchs. Und wo ist es? Irgendwo ist doch. Da. Das ist immer die Überschrift von Peter. Hier war doch irgendwo ein Bild. So, es kann sich nur noch um Stimmen handeln. Hier zum Beispiel Ameisen drin. Und irgendwo sind aber auch große Illustrationen. Hier ist noch die Mama, Fuchs oder die anderen Kinder, ich bin mir nicht sicher. Ah, hier. Zwischendurch sind halt auch solche Illustrationen drin und unterstreichen einfach die komplette Geschichte. Das vorletzte Buch, das ich gelesen habe, war Fate and Fire und das habe ich gemeinsam mit Ina und Ivy im Buddy Read gelesen. Ja, Band 1 der Nordlichtsaga, aber ich muss sagen, mir waren da zu wenig Nordlichter. Ganz eindeutig. Wenn der Titel schon so heißt, erwarte ich ganz viele Nordlichter. Dem war aber nicht so. Aber kommen wir einfach mal zur Geschichte. Es geht um Emma. Emma kommt gerade wieder in ihre Heimat an. Sie war bei ihrer Mutter zu Besuch. Und arbeitet oder möchte weiter im, ich sag mal, Wanderbedarf, Hiking, Naturladen ihres Vaters arbeiten und dort halt ein kleines Büchercafé mit dran errichten. Als sie ankommt, erfährt sie, dass die Schwester ihres besten Freundes verschwunden ist und dass das Gebiet, das Wandergebiet um den Laden aktuell gesperrt ist und dementsprechend halt der Laden auch zu ist. Und sie ist da so ein bisschen hin und her gerissen, weil jeder zu ihr sagt, ja, der Laden muss jetzt zubleiben und es ist zu gefährlich und sie ist da irgendwie auch die ganze Zeit so ein bisschen angepisst drüber. Und dann taucht noch ein neuer Junge auf der Schule auf, der irgendwie, ja, jeden um den Finger wickelt. Also wir hatten beim Lesen so die totalen Edward Cullen-Vibes. Und man muss auch sagen, man spürt im ganzen Buch über Twilight-Vibes. Also man merkt richtig, dass die Autorin ein Riesenfan von Robert Pattinson ist. Und das habe ich auch in meiner Rezension so geschrieben. Sie musste dann auch selbst lachen. Es sind manche Szenen so wirklich absolut Twilight-mäßig, manche auch zu Twilight-mäßig. Der Vater von Emma erinnert total an Charlie und Mark, der Hauptprotagonist, erinnert total an Edward. Worüber wir halt auch geschmunzelt haben, war einfach der Name Mark als Protagonist. Also jetzt nichts gegen Leute, die Mark heißen oder so, aber man spürt ja, dass er so ein bisschen was Mystisches hat, der Typ, und sonst würde ich ja nicht sagen Edward Cullen-Vibes. Aber irgendwie ist das so, als würde jetzt ein Engel vom Himmel steigen und würde dann einfach Otto heißen oder so. Also so wirklich sowas, was so gar nicht passt. Wenn du an Engel denkst zum Beispiel, ist es halt so, du denkst dann so an, keine Ahnung, Galadriel oder hast du nicht gesehen, ne? Aber nicht an Mark. Egal. Aber Mark und Emma kabbeln sich die ganze Zeit so ein bisschen und es ist schön, die zwei zu beobachten. Mit Emma bin ich leider auch nicht warm geworden, weil die ganze Zeit solche krassen Gedankensprünge hat, denen ich nicht folgen konnte. Ich habe es einmal in unserer Leserunde oder in unserem Buddy Read so erzählt oder so erklärt. In dem einen Moment sagt sie, ja, der Himmel ist blau. Und im nächsten Moment sagt sie, ich würde jetzt gerne Pommes essen. Also so wirklich so Dinge, wo du gar nicht nachvollziehen kannst, wie sie jetzt auf diesen Gedankengang kam. Und so ging es halt das ganze Buch über. Und was ich leider auch anmerken muss, ist einfach das Lektorat, das komplett geschludert hat und das Korrektorat. Ihr bester Freund heißt zum Beispiel Tom. In manchen Szenen heißt er To. In manchen Szenen heißt er Zm. Dann seine Schwester heißt Lea. L-E-A-G-H, glaube ich auch. In anderen Momenten heißt sie Lea ohne G. Also ja, irgendwie denke ich mir halt, wenn so ein Buch in einem Verlag erscheint und Loomlight, ich weiß gar nicht, zu wem die gehören. Steht das hier irgendwo? Tienemann-Esslinger, genau. Tienemann-Esslinger Verlag. Dann sollte man doch erwarten, dass
zumindest die Namen der Protagonistin komplett richtig beschrieben sind. Ja, alles in allem hat mich die Grundidee doch, ja, hat mir gefallen. Ich werde, denke ich, auch Band 2 lesen, aber nur, wenn das Lektorat dieses Mal stimmt, weil es war super anstrengend zu lesen. Last but not least kommen wir zum letzten Buch, das ich diesen Monat gehört habe. Das war nämlich Der verbotene Wunsch von Stefanie Hasse. Und das hat auch eine ganz bestimmte Bewandtnis, dass ich dieses Buch gelesen habe. Aber das erzähle ich euch gleich. Ich lese euch hierzu am besten tatsächlich den Klappentext vor, weil der wirklich sehr, sehr aufschlussreich ist und ich es besser quasi nicht erklären könnte, um was es geht. Wenn deine Liebe das Ende der Welt bedeutet, dramatische Romantasy um 4 Göttergaben, einen ewigen Fluch und die Entscheidung zwischen Liebe und dem Überleben einer ganzen Welt. Einst schufen 4 Gottheiten das Land Alania und seine 4 Völker. Damit die Menschen in Frieden gedeihen mögen, machten die Gottheiten jedem Volk ein mächtiges Geschenk. Doch eine Tafel, die jeden mit Blut geschriebenen Wunsch erfüllte, erwies sich als mächtiger als die anderen Göttergaben und weckte Neid und Krieg unter den Völkern, bis die Kriegerin Daria in einem verzweifelten Moment einen Wunsch notierte, der zum Fluch wurde. Seither ist der Palast gespalten, Männer und Frauen leben getrennt. Darunter leidet vor allem Kronprinzessin Malena. Sie will nicht glauben, dass alle Männer ihr Böses wollen, nur weil sie eine Frau ist. Ihr sehnlichster Wunsch ist es, den Palast zu einen und dabei ihre frisch entdeckten Gefühle für den Krieger Aries zu erkunden. Doch ausgerechnet das soll ihr Ziehbruder Valerian mit allen Mitteln verhindern, denn nur er kennt den wahren Preis für Malenas Gefühle. Ja, also es geht in dem Buch sehr, sehr viel um diesen Wunsch, sonst wird das Buch auch nicht Der verbotene Wunsch heißen. Malena und Valerian wollen halt, dass der Palast vereint wird und bis zu dem Tag, an dem Valerian gekrönt werden soll, sagt er auch, ja, diesen Wunsch werde ich auf die Tafel schreiben. Ja. Aber, wie der Klappentext schon verrät, tut er das nicht. Und so nimmt das Schicksal seinen Lauf. Es kommen noch weitere Protagonistinnen dazu, die ich auch super, super interessant fand. Besonders Taipa? Taipa? Taipa hieß sie. Ich hab's echt im Namen. Taipa war mein absoluter Favorit. Sie ist so ein bisschen so die Schamanin. Wenn ihr das Buch lest oder gelesen habt, wisst ihr auch, warum ich sie so cool finde. Das kann ich leider Gottes jetzt nicht erwähnen, weil ich das sonst spoilern würde. Aber ich fand das Buch richtig klasse. Auch wenn ich hin und wieder etwas verwirrt war mit den ganzen Namen und Bezeichnungen etc. Das habe ich ja vorhin schon bei den Sarah J. Maas Büchern erwähnt, dass es mir ganz oft schwerfällt, alle richtig zuzuordnen etc. Aber warum ich das Buch jetzt gelesen habe? Ich bin Teil der Drachenwinkel Blogger Squad. Drachenwinkel ist eine ganz, ganz kleine Buchhandlung hier bei uns im Saarland, so richtig schön urig. Wie der Name Drachenwinkel schon verrät, geht es halt sehr viel um Fantasy und wir haben beschlossen, einen Buchclub zu gründen und da werden wir den zweiten Band der Reihe jetzt im Mai lesen. Am 8. Mai geht's los, also wer dabei sein möchte, der schaut gerne mal unten in die Infobox rein. Da mache ich euch den Link zu unserem Discord-Server dazu. Ich darf die erste Leserunde leiten. Also wer mit mir über den zweiten Band der Reihe reden und philosophieren möchte, der darf da gerne mal reinschauen. Die Autorin selbst, Stefanie Hasse, ist auch mit an Bord. Also die ist auch in unserem Server mit drin und schaltet sich da mit ein in unsere Diskussionen. Wenn ihr also Bock habt, dann schaut bitte mal da unten rein. Und damit beende ich auch unser heutiges Video. Wieder lange genug gebabbelt. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, wir sehen uns vielleicht auf unserem Discord-Server wieder. Und bestreiten gemeinsam die Leserunde. Ansonsten wünsche ich euch jetzt wirklich einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!